Willkommen zu unserem Talk, Warum Go? Da steht jetzt vorne nur mein Name, aber wir tragen zusammen vor. Kurze Vorstellung. Ich bin der Dino, arbeite für die Tarent, sieht man auch wieder in so einem T-Shirt wie jedes Jahr. Bin Softwarearchitekt, Product Owner und Trainer für unsere Academy, die uns auch ermöglicht hat, hier den Vortrag zu machen, Arbeitszeit und so. Mach Go, Java, Docker, Kafka und alles, was irgendwie jünger als 5 Jahre ist oder sowas. Genau. Und mein GitHub ist hier auch, das könnt ihr euch angucken. Da sind auch, falls später ein Beispiel kommt, ist das dann auch eben auf GitHub zu sehen. Und ja, und mein Mitredner. Hallo, ich bin der Freddy. Ich bin schon seit über 9 Monaten bei der Tarent, fast so lang wie Dino. Ich mache viel Go, darüber ist ja heute auch der Vortrag, Docker, Microservices. Ich habe weniger Positionen als der Dino. Ich bin nur Softwarearchitekt und Academy Trainer. Genau. Und das, worüber wir heute reden, ist auch Bestandteil von Academy Workshops. Also, wenn ihr da Bock drauf habt, fragt genau. Dino. Genau. Oder geht an unseren Stand. Kleine Agenda. In dem Talk werden wir so ein paar Aspekte beleuchten. Klar, die Einleitung. Was überhaupt Go ist. Dann haben wir 4 Bereiche, die wir betrachten wollen. Wir haben ja nur endlich viel Zeit. Das heißt, wir werden uns ein bisschen die Toolchains angucken im Vergleich zu JavaScript und Java, so als 2 Pole. Das werde ich machen. Dann gibt es einen Teil zu Interfaces, wie die in Go funktionieren, eine Abgrenzung zu Java von Freddy. Ein Teil zu Error-Handling, auch von Freddy. Und am Ende erzähle ich was zu Parallelität. Und je nachdem, wie viel Zeit wir haben, kommt dann noch ein Live-Coding dazu. Wo wir so ein bisschen so eine kleine Pipeline für Morse-Code zusammen entwickeln werden. Genau. So, erstmal was Go ist. Achso, übrigens, klar, das ist jetzt so ein Go versus Java versus JavaScript-Talk. Heißt nicht, dass Java scheiße ist oder JavaScript scheiße ist und Go das einzige auf der Welt. Aber natürlich sind wir Fans von Go und der Talk heißt Warum Go. Ne? Das heißt, nicht wundern, wenn bei Sachen noch rauskommt, dass Go ganz toll ist. Aber nichtsdestotrotz, Java, JavaScript haben ihren Platz weiterhin. Was ist Go überhaupt? Go ist eine schnelle, kompilierte, typensichere, einfache Programmiersprache erstmal. Das heißt, der Mythos ist, dass Go bei Google intern C++ ersetzen sollte. Und zwar ist das entstanden, als ein C++-Programm sehr lange zum Kompilieren gebraucht hat, hat sich die Person überlegt, ja, wir sollten mal eine andere Programmiersprache machen, die uns das vielleicht ersetzen kann. Und entsprechend ist Go so ein bisschen so ein kleiner Bastard aus Objektorientierung und funktionaler Programmierung. Das heißt, ich habe von beiden Sachen verschiedene Konzepte mitgenommen, und aber auch nur das, was pragmatisch sinnvoll ist. Und dann kommen wir schon zu Toolchains. Wir haben uns viel vorgenommen. Da werden wir ein bisschen betrachten, wie das bei verschiedenen Sprachen ist, bei der Compiler und die Runtime. Verschwenden wir Zeit für Feedback bei Compile-Zeit? Haben wir einen Haufen Tools, die wir nutzen können? Dann reden wir über Dependency Management. Wie nutze ich anderen Code, Libraries, Frameworks und so weiter, um meine Produktivität zu verbessern? Und dann noch über Codequalität. Wie können wir sicherstellen, dass Qualität gut ist? Und wie können wir Bugs vermeiden? Eigentlich war da noch so ein Debugging-Teil drin, aber das hätte den zeitlichen Rahmen massiv gesprengt. Deswegen haben wir den ad hoc noch ein bisschen rausgeschnitten. Compiler und Runtime. Wobei das bei manchen Sprachen vielleicht ein bisschen schwer ist. Zum Beispiel bei JavaScript gibt es keinen Compiler in dem Sinne, aber gut. Erstmal Java. Was ist Java? Java ist eine Bytecode-Sprache. Das heißt, die läuft auf einer JVM, auf einer VM, die nimmt diesen Bytecode an und führt den dann auf der Maschine aus, wie Maschinencode. Der Vorteil davon ist, dass man das einmal kompilieren kann und dann kann ich es überall laufen lassen, wo eine JVM installiert ist. Entsprechend muss diese JVM auch installiert sein. Ne? Das heißt, ich muss auf dem System eine JVM haben, und mittlerweile gestaltet es sich so, dass es immer mehr konkurrierende JVM-Plattformen gibt. Oracle hat da so vor ein paar Monaten, glaube ich, so eine Lizenzänderung oder Supportänderung gemacht, und seitdem sprießen diese JVMs aus dem Boden. Muss kein Problem sein, könnte in der Zukunft ein Problem sein. Typischer Java-Code compiled häufig so 30 Sekunden oder mehr. Also je nachdem, was ich da drin habe. Häufig nutzt man relativ große Frameworks mit Java, weil das in dem Enterprise-Business-Sektor viel genutzt wird. Und die sorgen dafür, dass ich relativ viel Zeit für
Kompilierung brauche, was mir meinen Feedback-Zyklus ein bisschen erschwert als Entwickler. Und was hat Java für mich von Haus aus, jetzt ohne, dass ich große Frameworks oder so einbinden muss? Ich kann Datenbankzugriffe machen, JDBC, ich habe JNI, kann also native Schnittstellen aufrufen, obwohl ich auf so einer VM-Umgebung unterwegs bin, kann XML parsen, habe was für Dokumentation und diverse Verschlüsselungsalgorithmen werden unterstützt. Klar, da gibt es noch andere Sachen wie, weiß nicht, Streaming-API oder so etwas, aber hier ging es eher so um Features, die mir ermöglichen, verschiedene Dinge außerhalb der Sprache zu machen. Switch zu JavaScript. JavaScript als Gegenteil ist eine Interpretersprache, das heißt, die hat eigentlich gar keinen Compiler. Wird direkt ausgeführt. Heutzutage werden die Skripte so ein bisschen compiled, dass die Menschen unleserlich sind, dafür sehr, sehr schnell interpretiert werden können. Und hat den Vorteil, dass das im Browser läuft oder mit Node auf dem Server. Muss auch wieder installiert sein, aber der Browser sorgt dafür, dass das so eine sehr, sehr geringe Einstiegshürde ist, die man hat. Ist tatsächlich langsamer als Java bei purer Berechnung. Was I/O-Zugriffe angeht, also ich lese was von der Platte oder so oder kriege einen HTML-Request, HTTP-Request, ist das viel schneller. Schauen wir mal, ob das klappt. Ja. Und da gibt es so eine kleine Performance-Comparison. Wo ist es? Und da sieht man, dass bei so Berechnungen einfach Java schneller ist, ne? Aber wenn ich hingehe zu I/O-Heavy-Sachen, dann geht es richtig los bei Node. Da ist einfach gar kein Vergleich mehr zu Java da tatsächlich. Warum das so ist, werde ich später erklären, weil ich das Concurrency-Modell auch von Node erklären werde. Wieder zurück. Node hat natürlich auch ein paar Sachen dabei. Und wenn ich jetzt von JavaScript rede, rede ich von Node.js, also Server-Side-JavaScript. Es geht jetzt hier um eine Server-Side-Betrachtung. Kann auch HTTP, TCP, UDP, also ich kann also ich habe von Haus aus Möglichkeiten, um Server zu machen teilweise dabei oder Requests zu machen. Verschlüsselung hat Assertions dabei, kann also sogar Tests machen. Wird Handy aus? Hab URL-Parsing dabei, Node.js ist im Webumfeld ganz verbreitet und Wunder, JavaScript kann JSON, also ist einfach JavaScript JSON, deswegen ist das da sehr einfach. Im Gegensatz zu Java habe ich hier direkt bei der Library von Haus aus HTTP dabei. Das ist bei Java, glaube ich, mittlerweile ab Java 11 oder so auch, aber ist noch nicht stable oder, glaube ich, nicht in dem offiziellen Release mit drin. Falls das sich geändert hat, kann mich wer korrigieren. So, jetzt kommen wir zu Go. Auch das erste Mal, dass wir das Maskottchen von Go sehen. Das ist der Gophers. Der darf auch offiziell nicht mehr als zwei Zähne haben. Einer oder zwei sind okay, drei sind verboten. Go ist eine kompilierte Sprache im Vergleich zu Java oder JavaScript. Das heißt, die baut man einmal und dann läuft die auf dem System, wofür es gebaut wurde. Also nicht compile once, run everywhere, aber hat eine extrem kurze Kompilationsdauer. Und da habe ich was vorbereitet, einfach nur kurz zum Zeigen. Moment. Kurzen Moment. Ich hoffe, das ist richtig. Ach, ich glaube Talks. Jetzt habe ich natürlich den Pfad nicht nachgeguckt. Kurzen Moment. Ich habe eigentlich Kubernetes vorbereitet. Schade. Hätte ich mir gerade mich kurz noch vorbereiten sollen. Frostcon. Ah ja, genau. Hier warum Go. Kubernetes. Ich mache es gleich ein bisschen größer. Habe ich jetzt nicht so gut vorbereitet. So. Und ich weiß nicht, hat wer von euch schon mal mit Kubernetes gearbeitet? So, vielleicht ein paar Leute, genau, kennt man vielleicht. Kubernetes ist so ein Container-Orchestrierungstool. Millionen Zeilen von Code, riesig komplexes Teil. Und kubectl ist so ein Tool, um da Befehle auszuführen. Und jetzt überlegt man sich mal, wie lange das so dauert, ein C++-Programm mit mehreren Millionen Zeilen Code zu kompilieren. Und ich baue das jetzt hier einmal. Fertig. Also das war die Compile-Dauer. So, und das ermöglicht mir halt, ich mache das jetzt mal weg, ermöglicht mir halt extrem kurze Feedback-Zyklen. Das heißt, obwohl das eine kompilierte Sprache ist, kann ich wie bei JavaScript einfach laufen lassen, und so meine Entwicklung gestalten. Großer Vorteil. Was häufig bei kompilierten Sprachen Problem ist, ist, dass die dynamisch gelinkt sind oder dynamisch kompiliert werden.
Bei Go kann man statisch kompilieren. Das bedeutet, dass mein Binary, was da rauskommt, einfach ausgeführt werden kann und alles mitbringt, was ich brauche. Dadurch kann ich das auf ein beliebiges System packen, wofür es kompiliert wurde, es läuft, ich muss nichts weiter installieren, fertig. Und trotzdem sind häufig die Binaries sehr klein, fangen ab 3 Megabyte an, damit die ganze Runtime dabei ist, sind aber nicht übermäßig groß. Da sind häufig Java Jars viel größer. Das ist in der heutigen Welt immer weniger wichtig, aber für besonders so Docker-Images oder so durchaus ein Faktor. Achso, ja, das haben wir gerade gemacht. Wir haben gerade kubectl kompiliert. Ansonsten, was bringt Go mit? Go hat eine sehr, sehr umfassende Standard-Library. Das heißt, man versucht, das, was häufig so täglich genutzt wird in der Entwicklung, möglichst viel davon abzubilden in der Library, die von Anfang an mitkommt, ohne Frameworks oder so. Das heißt, ich habe sogar Testing schon dabei, auch HTTP, ich habe sogar Websockets, kann RPC-Calls machen, habe Funktionalitäten für E-Mails dabei, SMTP, kann auch auf Datenbanken zugreifen, JSON parsen, XML parsen, kann sogar Templating machen, so wie PHP oder so, habe native Calls, kann direkt C-Code auch benutzen, wenn ich will, und auch Verschlüsselung dabei. Das heißt, für ganz, ganz viele alltägliche Aufgaben habe ich schon alles und muss gar nicht noch groß Libraries importieren. Wo wir schon bei Libraries sind, können wir uns mal angucken, wie die Sprachen das alle machen. Also als Programmierer brauche ich irgendwann Libraries von anderen Anbietern. Sonst muss ich das Rad 7-mal neu erfinden. Java als jetzt älteste oder als seit, weiß nicht, Sprache, die als längstes so im Businessumfeld genutzt wird, hat natürlich ein sehr, sehr entwickeltes Ökosystem von Libraries und auch eine entwickelte Technologie. Die heißt Maven und die heißen Gradle und so und es gibt noch ein paar andere. Und Maven hat ganz, ganz viele Libraries und funktioniert so, dass es in Java die Libraries, die es importiert, in den ClassPath tut. Und wenn diese Klassen in ClassPath sind, das ist einfach eine Verzeichnisstruktur, dann können die genutzt werden vom Programm. Und Tools wie Maven und Gradle ermöglichen eben, diese Abhängigkeiten zu verwalten, Versionen einzutragen und so weiter und so fort. Die werden auch für Bildanweisungen benutzt, da kommen wir aber vielleicht später hin. Es gibt aber ein Problem bei Java, nämlich transitive Dependencies. Da gibt es ein paar Möglichkeiten, das zu lösen, ist aber nicht trivial. Wenn wir uns mal angucken, was das heißt, ist das so, dass wir eine App haben, My App, keine Ahnung, wir haben eine Library für Restkommunikation, HTTP, so und so. Häufig läuft das mit JSON und die benutzt intern JSON Parser Version 2. Wir haben aber auch wegen irgendwas einen JSON Parser, Version 1. Und jetzt clasht das, die sind vielleicht nicht kompatibel. Der braucht Version 2, ich arbeite mit Version 1, im ClassPath sind aber beide und auf einmal habe ich Probleme, Konflikte. My App hat vielleicht den hier und kann damit nicht arbeiten oder die REST Library muss den hier benutzen. Problematisch. Da gibt es ein paar Workarounds, aber es ist alles nicht so ganz trivial. Ansonsten ist das Ökosystem sehr ausgearbeitet. JavaScript. JavaScript hat so ein großes zentrales Tool, das heißt NPM, Node Package Manager. Und das ist gleichzeitig auch so ein großes zentrales Repository, wo aber Hunderttausende von JavaScript-Dependencies drin sind. Man kann dieses NPM als Tool benutzen und dann kann man Sachen installieren und der passt so eine Package-JSON. Steht das da? Genau. Passt so eine Package-JSON, wo drin steht, was ich haben will, mittlerweile auch mit Version und allem. Und es gibt noch ein paar alternative Softwares wie Yarn, die benutzen das auch, aber haben noch ein paar Zusatzfeatures. Am Ende benutzt das aber alles NPM und das Repository NPM. Bei der JavaScript-Community ist es so, dass sich die Community sehr stark auf Libraries verlässt und sehr, sehr viele Libraries nutzt. Klar, braucht man, aber häufig ist es so, also es ist natürlich auch ein Klischee ein bisschen, aber dass man fürs Plusrechnen eine Library benutzt oder so. Tatsächlich führt das zu Sicherheitsproblemen. Und zwar war das, vielleicht kennen das einige von euch, vor kurzem hat so ein Sicherheitsforscher ein Node-Paket veröffentlicht, wo es darum ging, dass der Log-Output einfärbt. Eine ganz triviale Funktionalität, dass das irgendwie rot sein kann oder grün oder gelb. Und der hatte dann Zugriff auf hunderttausende Kreditkartendaten von Kunden. Einfach nur, weil er ein paar Zeilen Code geschrieben hat, die so Text rot färben. Weil die Leute das nicht hinterfragen, viel importieren und weil bei JavaScript es sehr wichtig ist, zumindest in der Community, sehr schnell zu entwickeln häufig, wird dann auch nicht unbedingt zweimal geguckt. Das heißt, das Problem ist hier ein bisschen ein Community-Problem von der Entwicklung.
wie sich die Sprache entwickelt hat, nämlich dass sehr, sehr kleinteilig sehr, sehr viele Libraries genutzt werden. Kleinteilig ist gut, zu viel vielleicht schlecht. Und das führt zu so einem kleinen Problem. Wer schon mal Node programmiert hat oder JavaScript, kennt das vielleicht. Die ganzen Abhängigkeiten werden in den Node-Modules-Ordner geladen und der ist verdammt groß. Veranschaulicht dann einen kleinen Meme. So, Go hat versucht, aus beiden Sachen ein bisschen zu lernen. Als Open-Sourceler ist für mich natürlich ganz toll, Go benutzt einfach Git. Das heißt, eigentlich alle Abhängigkeiten von Go sind auch einsehbar. Also ich kann in den Code reingucken, das ist ganz cool. Ist natürlich bei JavaScript sowieso irgendwie gegeben als Interpretersprache. Aber bei Go habe ich diesen Vorteil der Visionierung und allem. Ich will aber auch nicht Nachteile verschweigen. Das heißt, bis Go 1.11 gab es nur den Go-Path. Das ist so ein bisschen wie so ein Class-Path bei JavaScript, bei Java. Da werden dann die Sachen einfach in so einem Slash-Source-Verzeichnis, ein Source-Verzeichnis ausgecheckt. Hier irgendwie zum Beispiel GitHub, mein Account, bla. Und dann gibt es da so eine Struktur von ganz vielen GitHub-Verzeichnissen und die teilen sich alle Projekte von mir, diesen Folder. Das heißt, ich habe nicht Node-Modules 100 Mal, sondern habe dann diesen einen Go-Path. Das hat aber zu vielen Problemen geführt. Vor allem wurde Versionierung nicht anständig unterstützt. Das heißt, wir haben seit Go 1.11 Modules. Das ist etwas, was so ähnlich ist wie das Package.json von Node. Ich habe eine Go-Mod, da stehen dann einfach die Versionen drin für alle meine Abhängigkeiten. Aber gelernt aus den anderen Sprachen ist es so, dass immer noch der Code entscheidet, was passiert. Ich habe oben in Go-Dateien Import-Statements, da steht dann, importiere mir bitte GitHub Domano bla. Und wenn ich das aus dem Code entferne, wird es auch automatisch aus dieser Dependency-Datei entfernt. Und andersrum bringt es mir nichts, in die Dependency-Datei was reinzutun, was ich überhaupt nicht benutze. Das heißt, es ist immer ganz klar sichergestellt, dass ich nur Sachen drin habe, die ich auch benutze. Semantische Versionierung, vielleicht kennen das einige von euch, 1.0.0, 2.3.1, 2.5.7 Millionen, ist von Haus aus unterstützt und auch forciert. Das heißt, es gibt nicht Diskussionen, wie versioniert wird. Semantische Versionierung ist vorgegeben und wird auch komplett unterstützt. Und ja, genau. Und aus den Sachen, die wir gerade bei Java gesehen haben, haben die Go-Autoren eben auch gelernt. Und mehrere Versionen werden unterstützt. Das heißt, ich kann JSON Parser Version A, Version B benutzen. Der Code, der A benutzt, benutzt halt A. Und wenn Objekte von einem Code-Teil benutzt werden, der A benutzt, sind diese Objekte ganz klar zugehörig zu JSON Parser Version A und werden auch nicht verwechselt mit Objekten von Version B. Das heißt, ich kann die untereinander gleichzeitig benutzen, es gibt keine Probleme. Das ist ganz klar getrennt und ich kann auch 37 verschiedene Versionen benutzen. Endlich. Wenn wir mal gucken, kleinen Ausflug nach Kubernetes machen, sind wir wieder da. Ich gehe mal ein bisschen zurück. Dann sehen wir einmal, wie so eine Go-Mod-Datei aussieht. Kubernetes, so. Das ist jetzt ganz Kubernetes. Und wenn wir mal gucken, kann man das überhaupt lesen? Bisschen klein, ne? Und auch schwarz. Vielleicht besser. Cut-Go-Mod, das ist so eine Datei. Und da stehen die vielen, vielen Abhängigkeiten von Kubernetes drin. Oh, sorry für die Zeilenumbrüche. Und gehen wir mal hochscrollen. Ganz viel, da stehen dann genau die Versionen und vielleicht haben wir auch diese transitiven Dependencies. Achso, falls es keine Version gibt, nimmt der Commit-Hashes von GitHub. Haben wir zum Beispiel transitive Dependencies. Indirect heißt, eine Dependency von mir hat eine eigene Dependency. Die steht hier auch ganz klar drin. Ich kann sehen, welche Abhängigkeiten alles drin sind, mit welchen Versionen. Und wenn jetzt dieses Handy-Sort, ich weiß gerade nicht, was das ist, von mir nochmal genutzt wird oder von einer anderen Library, gar kein Problem. Es gibt keine Konflikte. Und normalerweise dieses Abhängigkeitsproblem wird halt sehr extrem, wenn meine Software wächst. Wenn ich ein wirklich großes Stück Software habe, dann, also es ist meine Java-Karriere, ich komme vorher aus Java, ist es eigentlich immer passiert, dass irgendwo ein Versionskonflikt war und teilweise war das sehr schwer aufzulösen. Dieses Problem haben wir zum Glück hier nicht mehr. So, wir haben jetzt über die Compiler gesprochen, die Runtimes ein bisschen, wir haben über die Libraries gesprochen. Was in der professionellen Entwicklung wichtig wird, ist die Codequalität. Wenn ich zu Hause was hacke, dann skripte ich da auch von oben nach unten was runter, ist egal, Hauptsache läuft. Bei der Arbeit will ich aber, dass ich da vielleicht nicht den Bug auf Produktion oder nicht allzu viele Bugs auf Produktion habe. Verhindern kann man die ja nie ganz.
Java ist da sehr weit, tatsächlich. Also dadurch, dass Java so eine gereifte Sprache ist im Business-Umfeld, habe ich sehr, sehr viel Software, die von euch Java gemacht haben, kennt vielleicht Sonar, JUnit und vielleicht auch viel Streit zu Sachen. Was das bedeutet, komme ich gleich mal unten hin. Bei Java ist statische Code-Analyse weit verbreitet. Das heißt, ich habe Tools, die durch meinen Code gehen, mir sagen, da könnte ein Bug sein, das ist ein Style-Problem, das ist ein Anti-Pattern, mach das nicht so, mach das nicht so, mach das nicht so. Super, weil als Entwickler will ich mehr über Features und Logik nachdenken und nicht so über triviales Zeug wie, keine Ahnung, wie, wo ist die Klammer oder so. Und das ist auch häufig Teil von Build-Pipelines. Also Java-Teams haben ganz, ganz häufig so Checks in ihren Build-Pipelines und bevor das released wird, sagt er, nee, nee, das da ist wahrscheinlich ein Bug, guck dir das an, wenn das nicht weg ist, vorher darfst du gar nicht bauen. Ganz toll, finde ich super. Häufig sind auch die Tests bei Java ganz gut und die Mentalität ist mittlerweile auch sehr, sehr gut in der Community. Es gibt ganz viele Testing-Frameworks und Tools, zum Beispiel Groovy oder Spock, JUnit. Ganz häufig sagt man, unter 90% Code-Coverage machen wir hier gar nichts und so, habe ich ja bei Java-Teams häufig erlebt. Finde ich super. Sorgt dafür, dass wir weniger Stress auf Produktion haben. Und dadurch, dass das so eine Bytecode-Sprache ist, ist es auch möglich, sehr leicht zu mocken. Das heißt, ich kann zur Laufzeit einfach Ersatz für benutzte Objekte oder so generieren und da so Testfunktionalität reinbauen und dann einfach nur isoliert sehr leicht Teile von Code testen. Kleiner Nachteil bei der Community und bei der Ausgereiftheit der Community ist, dass es eben durch die Zeit sehr, sehr viele verschiedene Meinungen gibt. Das kennt man ja als Programmierer vielleicht. Starke Meinungen. Tabs versus Spaces. Kommt die Curly Brace in die gleiche Zeile oder kommt sie drunter? Wie lange dürfen Methoden sein? Wie darf das heißen? Darf das Problem Factory, Resolver, Observer so und so? Oder ist das zu lang? Was auch immer. Und wenn ihr mal mit Java, ein Java-Team gearbeitet habt, kennt ihr das vielleicht? Das ist teilweise ein Problem. Ich habe auch wirklich gesehen, dass das eine Sache ist, die unnötig Arbeitszeit verschwendet. Problematisch. Das heißt, umso komplexer und ausgereifter wir werden, umso mehr Meinungen und Diskussionen haben wir. Gucken wir mal, wie man das angehen kann. Das meinte ich gerade mit viel Streit. Bei JavaScript ist das so, das ist natürlich jetzt auch eine sehr weit verbreitete Sprache. Ich glaube sogar in vielen Ländern die verbreitetste Sprache von Entwicklern, die dafür bezahlt werden. Da gibt es hauptsächlich ESLint. Das ist so ein Ding, das sagt mir, das und das ist schlecht, mach das anders. Ist auch so eine statische Code-Analyse. Und dadurch, dass JavaScript eine typlose Sprache ist mit extrem vielen Features, heißt das, dass ich Sachen auf 1000 verschiedene Arten machen kann und auch häufig erst zur Laufzeit merke, wenn ich Sachen nicht einfach so zusammenstöpseln kann. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dieses ESLint zu haben, statische Code-Analysen zu haben. Das hat die JavaScript-Community natürlich schnell gemerkt und dieses ESLint ist ganz fester Bestandteil von ganz vielen professionellen JavaScript-Teams, die ich gesehen habe. Trotzdem ist es halt muss es Aufgaben übernehmen, für die bei typsicheren Sprachen mit, der Compiler zuständig wäre, sei es Java, sei es Go. Das heißt, ich habe sehr, sehr viele Fallen, in die ich treten kann. Kleine Behauptung von mir. Es gibt viele Anfänger in JavaScript. Das heißt, natürlich ist die Codequalität bei Anfängern niedriger. Ist ja gar nicht schlimm, man muss lernen. Und JavaScript hat halt eine sehr, sehr niedrige Einstiegshürde. Ich habe einen Browser, cool, ich kann JavaScript machen. Ich habe eine Webseite mal benutzt. Ach so, ich habe schon mal JavaScript benutzt. Das heißt, ich brauche immer, ich behaupte einfach mal, dass dadurch die durchschnittliche Codequalität bei der riesigen Masse an Entwicklern, wo viele Anfänger dabei sind, natürlich ein bisschen niedriger ist. Und die Erfahrung, die ich habe, ist halt, dass viele Libraries dadurch häufig von der Qualität nicht so ganz toll sind und vielleicht auch nicht ausreichend getestet sind. Weil häufig auch Frontend dabei ist und Frontend kann ich ja einfach durchklicken. Manuelle Tests, da brauche ich ja die Unit-Tests nicht und so. Auch schon so Sätze, die ich gehört habe. Genau. Dabei ist Testen sehr einfach in JavaScript. Ich habe eine typlose Sprache. Das heißt, ich kann mir beliebige Objekte erzeugen, die Testfunktionalität haben, einfach reinschmeißen, funktioniert irgendwie. Ich hoffe, das wird sich bessern bei JavaScript in der Community. Wie gesagt, viele Features. Style-Debatten sind extrem durch viele Sprachfeatures. Ich kann das so und so machen, ich kann Lambda machen, ich kann Funktionen übergeben, ich kann Objekte machen, ich habe 37 Möglichkeiten, über eine Liste zu iterieren. Viele Wege führen nach Rom, heißt viele Diskussionen, besonders für Anfänger problematisch, blockierend. Go versucht das alles so ein bisschen diktatorischer anzugehen. Bei Go habe ich, Go ist auch gleichzeitig der Befehl Go,
Ich wechsle mal direkt in die Konsole wieder, ganz kurz. Wenn ich hier Go eingebe, sehe ich, das sind die Sachen, die ich da drin habe. Das heißt, ich kann sogar Bug-Reports erstellen, wusste ich gar nicht. Ich kann formatieren, ich kann Tests ausführen, ich kann damit bauen natürlich, ich kann Dokumentation anzeigen, ich kann mir Dependencies holen, ich kann mir Bugs anzeigen lassen. Das ist alles schon von Anfang an dabei und definiert vom Go-Team. Klar, Community ist cool und so, aber am allerwichtigsten zum Beispiel bei Formatierung ist es mir, dass sie da ist und dass sie einheitlich aussieht. Dadurch, dass vorgegeben ist, wie formatiert wird, formatieren alle gleich. Keine Diskussion mehr. Finde ich eine sehr coole Sache. Häufig ist das in die IDEs schon integriert, so wie man es von Java oder so etwas kennt. Aber man kann es auch auf der Konsole benutzen, ermöglicht es auch sehr leicht, Entwicklungsumgebung zu schreiben. Deswegen ist es sehr leicht für Go zum Beispiel eine Vim-Anbindung zu schreiben, Emacs-Anbindung, IntelliJ, VS Code, Atom, was auch immer das alles gibt. NetBeans. Genau. Eins der wichtigsten Sachen, wie ich finde, ist, dass Testing integriert ist. Also ich habe von Anfang an dabei Go-Test, Coverage, Reports, keine 1000 Tools. Von Anfang an lerne ich, wie teste ich, und es ist Sprachfeature. Wenn Datei unterstrich Test heißt, ist es eine Testdatei. Go weiß das, kann das als Test ausführen. Ich muss nicht lernen, wie 1000 Frameworks funktionieren. Ich habe GoVet, findet häufige Bugs, und natürlich habe ich aber auch ein Third-Party-Tool. Third-Party in dem Sinne auch von Google, auch vom Go-Team, aber weil meinungsgeladen jetzt nicht in dem Tool selber drin, GoLint. Und da stehen dann eben so Sachen drin wie: Du hast jetzt hier vielleicht die Variable, du hast hier keine, da, die Methode gibt eine Variable zurück, du hast sie nicht genutzt. Guck mal, ob das beabsichtigt war. Vorschläge für Stilverbesserung ist auch zentral gepflegt, aber meinungsgeladen, deswegen ist es nicht forciert im Go-Tool, was überall ausgeliefert wird, sondern optionaler Teil. Aber man benutzt es eigentlich auch. Und falls irgendwie die Go-Leute mal neue APIs haben, haben die auch ein Go-Fix-Tool, was automatisch auf diese neuen APIs migriert, was mir ganz, ganz viel Kopfschmerzen abnimmt. Das heißt, es ist sehr einfach, neue Features zu nutzen. Kleine Randanmerkung, wenn Go Updates macht, gehen nie alt... Oh. Ton ist weg, ne? Du hast eine Frage. Nee. Es gibt... Ah, jetzt geht's wieder. Es gibt eine REPL, also die Frage war, ob es eine REPL gibt, das heißt, ob es so ein Ding gibt, was ich starte und dann kann ich da einfach Zeile für Zeile Befehle eingeben, wie bei Python oder so. Gibt es wegen dem Konzept der Sprache an sich erstmal nicht, eine kompilierte Sprache, die Dateien liest und daraus Code macht, aber es gibt Workarounds, das heißt, es gibt Projekte, die das darstellen. Die Dateistruktur von Go ist einfach so gedacht, dass der oben erwartet einen Import und eine Funktion und so etwas. Es gibt aber GoREPL oder so heißt das. Das heißt, wenn du das willst, kannst du das auch machen. Ist nur nicht Teil der Sprache von Anfang an, wie bei Python. Genau. So. Demo-Time habe ich ein bisschen hier gezeigt. Das heißt, wir haben hier das Go-Kommando und ich gehe mal auf ein Stück Code kurz, wo ich irgendwas habe. Das integriert jetzt dieses Go-Format, was ich gesagt habe. Ich mache jetzt irgendwelche Sachen hier, das ist jetzt nichts Besonderes. Ich mache ein paar Leerzeichen irgendwo hin, dann mache ich hier, verschiebe ich das ein bisschen, aber bei den Leerzeichen können ja gewollt sein, mache hier so ein paar Sachen, keine Ahnung. Reformat, Code, zack. So, okay, kennt ihr von allen anderen Sprachen auch. Der Unterschied ist, dass das bei allen so aussieht. Egal welches Projekt ich öffne, ich kann den Code immer genauso lesen. Wenn ich hier zum Beispiel diese Sachen hier nicht benutze, so, speichern, sollte er mir eigentlich hier Bescheid, ach hier, genau, sagt er mir, hier, mach das. Also ganz, ganz viele Sachen, die mir es sehr einfach machen, gleichförmigen, immer lesbaren und einigermaßen qualitativ hochwertigen Code zu schreiben. Das war jetzt Goland, also wenn ihr mal Java gemacht habt oder C, kennt ihr vielleicht IntelliJ oder C-Lion oder so. Das ist von JetBrains, die Go-IDE. Eigentlich benutze ich VS Code, weil ich lieber ganz komplett Open Source Software benutze, aber VS Code hat einfach beim Go-Plugin irgendwie so Bugs gerade, deswegen bin ich damit unzufrieden. Genau. Man kann aber auch Vim Go benutzen. Also Vim ist super geeignet, um Go zu programmieren, wenn man klarkommt mit dem Steuerungsschema. Ich kann das nicht so gut. Aber der Freddy. Genau, gehen wir wieder hoch.
So, fassen wir mal kurz zusammen, den Teil, den wir jetzt hatten. Go ist eine kompilierte Sprache, die trotzdem sehr, sehr schnell kompiliert und deswegen einen Feedback-Zyklus hat, wie zum Beispiel ein JavaScript. Ich habe schnelles Feedback, führe einfach aus, führe aus, führe aus, guck, ob es funktioniert. Cool. Dafür ist Node ein bisschen langsam, was so Nicht-IO-Sachen angeht. Also so Berechnungen, mathematische, dauern eine ganze Weile bei so interpretierten Sprachen. Auch Python, auch wenn das eine Sprache ist, die viel in der Mathematik genutzt wird. Java wiederum ist sehr schnell, was so Berechnungen angeht, hat aber so ein JVM-Overhead. Das heißt, ich habe immer einen ziemlich großen Teil an Speicher, der belegt ist, um diese JVM laufen zu lassen, die die Übersetzung von diesem Bytecode macht. Ist mittlerweile super optimiert, trotzdem einfach konzeptionell ein bisschen unterlegen gegenüber einer kompilierten Sprache wie Go oder noch krasser Rust oder C++ oder so. Go hat jetzt mittlerweile ein ausgereiftes Dependency-System, hätte ich von einem Jahr anders gesagt. Java auch, super, ganz toll. Node, auch sehr simpel, cool, aber es gibt halt viele Probleme, die aber häufig Community in Haus gemacht sind. Vielleicht wird es besser. Und was das ganz Tolle ist, Go hat ein super umfangreiches Standard-Tooling. Ich muss nicht 7 Herstellersachen lernen, sondern ich habe eine Sache, die ich lerne und die benutze ich auch in professionellen Projekten, Punkt. Java wiederum hat wirklich viel Tooling, auch viel mehr Tooling, aber wenig von Haus aus. Das heißt, ich benutze verschiedene Hersteller-Tools, die vielleicht eingestellt werden, die vielleicht Geld kosten. Und wenn ich zu einem anderen Job wechsle mit Java, wird dafür vielleicht ein anderes Tool benutzt. Node wiederum hat auch natürlich viel Tooling, ist aber sehr kleinteilig und extrem viel. Also das Problem von Java habe ich hier gefühlt noch viel mehr. Ich habe ganz, ganz viele Sachen, die aber ganz viele kleine Sachen auch machen. Das ist eine kleine Behauptung natürlich von mir aus Erfahrung. So, das ist so ein bisschen das Fazit für Tooling und Umgebung der Sprache. Ich übergebe an meinen Freddy, genau. Hallöchen. Ich habe erstmal eine Ankündigung, wir sind am Arsch. Weil Dino 20% des Vortrags jetzt gehalten hat in 60% der Zeit. Wie zeitig müssen wir aufhören? Sitzt hier irgendwo ein Organisator? Weißt du das, Dino? 12.50. Ja, gut. Vielleicht lassen wir Error Handling erstmal außen vor. Aber Interfaces. Ja, das ist das Problem, ne? Wir wollten das halt fair darstellen und ja, eigentlich hatten wir noch vor, mehr Dimensionen zu betrachten, aber gut, dass wir es nicht getan haben. Interfaces. Wer von euch weiß, was Interfaces sind? Kennt das? Für die anderen, ja, Interfaces werden in objektorientierten Sprachen dazu verwendet, Abstraktionen zu erzwingen. Man hat oft verschiedene Module in einem Programm, weil es zu komplex wäre, das ganze Problem in einem Modul zu lösen. Und mit Modulen kann man Code wiederverwenden. Interfaces definieren sozusagen einen Vertrag zwischen verschiedenen Modulen. Beispielsweise, wenn man jetzt einen Webservice schreibt, dann kann man die Logik von der Persistenzschicht trennen. Es gibt immer so die Aussage, ja cool, dadurch kann man auch die Persistenzschicht austauschen, ohne den restlichen Code anzupacken. Wie viele Leute haben das schon mal miterlebt, dass die Persistenzschicht ausgetauscht wurde? Ich habe es einmal miterlebt. Nichtsdestotrotz ist das sehr vorteilhaft, klare Trennung zwischen den verschiedenen Modulen zu haben und dadurch sorgt man dafür, dass nicht irgendwelche anderen Sachen aus einem Modul verwendet werden und man weiß genau, was man betrachten muss, wenn irgendwelche Änderungen in einem Modul gemacht werden. Außerdem ist es beim Testen sehr vorteilhaft, weil man dann verschiedene andere Module rausmocken kann, nennt man das. Also wenn ich meine fachliche Logik teste, brauche ich nicht unbedingt eine Datenbank. Dadurch ist das schneller und das mentale Modell ist kleiner, bla. Wir haben ein kleines Beispiel, um Interfaces darzustellen. Wir schreiben einen REST-Service, also einfach einen HTTP-Service, einen Server. Dem wollen wir einen HTTP-Request senden und wollen Produktdaten auslesen aus einer relationalen Datenbank, Postgres hier. Wenn ich wüsste, was REST ist, drauf geschissen, egal. Wir implementieren das einmal in Java und einmal in Go. Der Java-Code ist vielleicht nicht der allergeilste, weil ich kein Java-Programmierer bin, aber ja, könnt mir nachher Verbesserungsvorschläge senden oder sendet die Dino, ist mir egal. Genau, warum Java? Java ist eine objektorientierte Sprache, Interfaces werden da so verwendet wie in den meisten objektorientierten Sprachen. Java ist sehr verbreitet im Enterprise-Umfeld,
gibt viele Leute, die das kennen, die man damit abholen kann. Ja, hat sich angeboten. Also, die Implementierung von Interfaces in Java erfolgt meistens in drei Schritten. Zunächst einmal hat man eine Designphase. Dort definiert man das sogenannte Interface. Interface ist ein Vertrag zwischen zwei Komponenten, habe ich eben schon gesagt. Müssen wir dem Interface erstmal einen Namen geben. Wir machen ein Interface für unsere Persistenzschicht, also für die Datenbank. Und das nennen wir Product Repository. Repository sind immer Sachen, die Sachen speichern und zurückgeben. Was soll unser Product Repository können? Es soll nur eine Sache erstmal können. Das ist der erste Schritt von diesem Microservice. Get Product by ID. Also wir wollen ein Produkt aus der Datenbank laden können, geben dem eine ID und geben ein Produkt zurück. Wie sind wir darauf gekommen? Ja, wir brauchen ein Produkt, das wollen wir zurückgeben. Haben unsere Datenbank-Fuzzi gefragt, ja, was brauchst du dafür, um mir das Produkt zu geben? Eine ID. Gut, haben wir alles geklärt, das ist unser Vertrag. Dann können wir mit der Implementierung beginnen. Dann fängt erstmal der Datenbank-Entwickler oder der Entwickler, der sich um die Datenbank dann in dem Moment kümmert, an, schreibt einen Postgres-Adapter, also jetzt technologiespezifisch, sagt, er implementiert Products Repository, den Vertrag, den wir gerade geschlossen haben, implementiert auch genau diese Funktion, die wir eben definiert haben, get product by ID, kriegt eine ID, long ist eine Zahl, falls das irgendwie nicht weiß, wir geben ein Produkt zurück, ist öffentlich aufrufbar, sonst wäre es witzlos, wenn es niemand aufrufen kann, bringt es nichts. Die Implementierung ist eigentlich nebensächlich, wir machen einfach nur eine Query, laden das Produkt aus dieser Query, aus dem Result-Set und geben das zurück. Implementierung auf der anderen Seite, Dino hat es eben schon gesagt, Java hat mittlerweile auch einen HTTP-Händler in der Standard-Library, den implementieren wir. Das ist ein anderes Interface, was wir erfüllen, kann euch eigentlich egal sein. Wichtig ist nur, wir holen uns die ID von dem Request, fragen das Repository, get product by ID, kriegen das Produkt zurück und schreiben es in die Antwort. Wichtig hier, hier steht nirgends Postgres. Also diesem Code ist es scheißegal, was auf der anderen Seite passiert. Wichtig ist nur, get product by ID, ein Product Repository. Alles andere ist egal. Fürs Testen kann ich da jetzt auch einfach eine In-Memory-Datenbank hinschreiben und sagen, das Ding gibt immer das gleiche Produkt zurück oder das Ding sagt immer, das Produkt gibt's nicht. Ja, das war's. Jetzt kommt der spaßige Teil. Nee, Quatsch. Jetzt machen wir das gleiche einmal in Go. In Go sieht das ganz anders aus, das Vorgehen. Jetzt in dem kleinen Beispiel jetzt vielleicht nicht so krass, aber vielleicht merkt ihr, was es im Day-to-Day-Life ausmacht. Wir haben keine Designphase. Nicht, weil Design egal ist, sondern weil wir es mehr machen, wie es in TDD der Fall ist, Test-Driven Design. Das heißt, wir treiben organisch das Ergebnis. Ihr seht, was ich damit meine. Erstmal. Hallo. Ja. Product-Händler ist erstmal ein leeres Struct, kann euch auch erstmal egal sein. Wir kriegen hier auf jeden Fall immer einen Response-Writer und einen Request, jedes Mal, wenn ein HTTP-Request reinkommt, holen uns die ID, wandeln die um in eine Zahl und wollen mit dieser Zahl ein Produkt aus der Datenbank laden. Fehlerhandling ignoriere ich hier, ist gerade auch irrelevant. Und dann schreiben wir dieses Produkt als JSON in die Response. Jetzt machen wir uns, wir haben uns jetzt nur darauf konzentriert, was sind hier die Anforderungen. Streng genommen habe ich einen Schritt übersprungen, weil der aber klar ist. Wir wissen, dass wir eine ID brauchen, um das Produkt zurückzugeben. Bei komplexeren Anwendungen komme ich gleich auf. Also, wir haben jetzt eine ID. Wir haben hier genau definiert, was wir haben wollen. Wir übergeben eine Zahl, kriegen ein Produkt zurück. Also quasi sowas. So sieht die Signatur in Go aus. Also in Go ist es ein uint 64, weil es keine negativen IDs gibt. Wir geben Produkt und einen Error zurück. Das können wir in die Interface packen. Dieses Interface können wir in den Product-Händler packen. Hier oben. Und hier unten aufrufen. Das heißt, wir haben hier definiert, was wir hier brauchen, von der Anfrageseite aus. Genauso wie es bei Test-Driven der Fall wäre. Dann implementieren wir die andere Seite. Hier schreiben wir einen Postgres-Adapter mit dem SQL-Paket aus der Standard-Library. Müssen hier genau die gleiche Signatur implementieren. Also Product by ID. String, ach, uint, ja, klar. Genau. Kriegen hier den uint, geben Produkt und Error zurück, laden das aus der Datenbank. Ist jetzt auch Implementierung, ist egal. Aber das interessiert uns auf der anderen Seite nicht.
Hier vielleicht nochmal, wie das dann alles zusammengebaut wird. Wir öffnen hier einen Postgres-Adapter, das ist unser Postgres-Adapter, den wir gerade definiert haben, und packen den hier in den Product-Händler ins Repository. Das heißt, dieser Postgres-Adapter weiß auch gar nichts von dem Interface, außer dass er es erfüllt. Wir müssen an dieser Stelle nicht wissen, wie dieser Vertrag aussieht. Das müssen wir nur an dieser Stelle wissen. Was bedeutet, dass wir solchen Code immer wieder verwenden können, auch einen riesigen Postgres-Adapter, müssen aber kein riesiges Interface hier definieren, wenn wir es nicht brauchen. So, also es passiert implizit. Jetzt habe ich das Wort gesagt. Go, implizite Implementierung. Wir sagen nicht extra, oh, ich möchte dieses Interface implementieren, sondern ich habe einfach diese Methode und dadurch implementiere ich das Interface. Das Design kann also vom Caller getrieben werden, also von dem, der ihn aufruft. Beim Aufteilen der Entwicklung reicht Kommunikation aus. Wenn ich das jetzt parallelisieren möchte in meinem Team, dann muss ich am Anfang einmal sagen, ja, sieht ungefähr so aus, du kannst mal anfangen zu programmieren. Ich fange auch an zu programmieren. Und wenn es am Ende nicht passt, muss man es nochmal zurechtziehen. In Java hingegen trifft man sich erstmal auf jeden Fall zu einer Design-Session. Man muss zwei Komponenten gleichzeitig im Kopf haben, aber dafür hat man auch eine formalisierte Kommunikation, also man müsste das Interface erstmal teilen, bevor man es implementieren und nutzen kann. Ist natürlich gut, kann Missverständnisse ausräumen, ist aber ja, eher so ein Wasserfallvorgehen als so ein agiles Vorgehen. Das sieht man hier auch nochmal bei der expliziten Implementierung in Java, Designphase, Implementierung 1, Implementierung 2. Meistens geht man auch vom Callee aus, weil man sich überlegt, ja gut, ich mache gerade eine Datenbank, wie sieht die SQL-Query aus? Hier ist es eher getrieben, organische Entwicklung, was aber auch bedeutet, bei komplexeren Queries zum Beispiel mit Pagination oder so, kann es durchaus sein, dass man zuerst den HTTP-Händler definiert, dann definiert man, wie das in der Datenbank aussieht und merkt, ich habe gar nicht alle Informationen, die ich brauche, um diese Query zu schreiben. Und dann geht es wieder zurück. Das haben wir schon. Ein weiterer Vorteil aus meiner Sicht ist, Interfaces sind immer genauso groß, wie der Caller sie ermöglicht, nach den Solid Principles. Bei der Implementierung des Callees und Libraries müssen die Anwendungszwecke nicht antizipiert werden. Das heißt, wenn ich eine Library schreibe, ist das in Java so, ich exportiere Interfaces, die andere Leute benutzen können. Das heißt, ich muss eigentlich schon antizipieren, wie wird das verwendet und mache im Zweifel wahrscheinlich ein etwas zu großes Interface, um aus pragmatischen Gründen möglichst viele Use Cases abzubilden. Genau. Das führt aber auch dazu, dass leere Lehrmethoden implementiert werden. Hier ein Beispiel. Wir haben in der Java Standard Library das Interface Collection. Das hat ein paar übliche Methoden für so eine Collection, wie zum Beispiel füg was hinzu, ist da was drin, ist diese Collection gleich einer anderen Collection, entferne was, Stream und Iterator kamen dann später hinzu, als es Streams gab. Dieses Interface ist also auch gewachsen, merkt man dort. Als Streams eingeführt wurden, mussten alle Leute, die Collection implementiert haben, ihre Implementierung updaten. Also es gibt nicht irgendwie Streamable Collections, sondern das sind Collections. Hat natürlich wieder pragmatische Gründe, die ganze Standard-Library hat viele Funktionen für Collections, aber naja, da war Migrationsaufwand vonnöten. Google hat eine Immutable Collection implementiert. Diese Immutable Collection ist immutable, also man kann sie nicht verändern. Sie sollte aber das Collection-Interface erfüllen, weil es sehr viele Methoden in der Standard-Library gibt, die Collections erwarten. Und nicht alle davon verändern die Collection. Das bedeutet, sie haben die Sachen implementiert, die sie implementieren können. Und Sachen, die die Collection verändern, also hinzufügen oder entfernen, mussten sie als Leermethoden und deprecated markiert implementieren. Das heißt, sie haben etwas implementiert, was direkt deprecated war. Ja. So, Fehlerbehandlung. Ich weiß nicht. Jo, beeil ich. Vielen Dank. Genau. Test, Test. Ja, geht wieder, ne? Cool. Wir wollten Reimschema ABBA machen. Wir machen jetzt mal ABAB. Wo sind wir hier? Parallelität, genau. Ich springe mal zu einem Punkt, der meistens bei Go eben der Seller ist oder Killer-Feature oder so. Parallelität.
Heutzutage ist es so, dass wir ganz, ganz viele Kerne in einem Computer haben und ganz, ganz viele Sachen parallel machen wollen. Verschiedene Sprachen können das verschieden gut und sind verschieden komplex, was das angeht. Und es geht nicht. Doch, cool. Genau, kurzer Überblick, worum es gehen wird. Go benutzt Green Threads. Das sind so Abstraktionen von Threads. Werde ich gleich zeigen, was das ist. Java benutzt Threads. Man kann so Threads erzeugen, wie, halt so Threads wie beim Betriebssystem, so ähnlich. Und Node.js benutzt einen Thread, kann aber trotzdem so Sachen asynchron machen. Wie das funktioniert, erkläre ich gleich. Go hat Channels, das sind so Kanäle der Kommunikation. Java hat so Schlagwörter, die Speicher markieren als synchronisiert, geteilt, sodass auf einem gleichen Speicherstück gearbeitet werden kann. Und Node.js braucht das alles nicht, weil das hat einen Event-Loop und hat nur einen Thread, kann trotzdem Sachen asynchron. Kommen wir gleich zu. Das ist verrückt, ganz geil. Die Prinzipien, die darunter stehen, die wir betrachten werden, ist, Go sagt Share by Communicating, Communication, was auch immer ich hingeschrieben habe. Java sagt Communicate by Sharing Memory, wobei es auch natürlich noch andere neue Ansätze gibt. Und Node.js hat einfach nicht blockendes I.O.-Zeug, weil I.O. meistens am längsten dauert. Erstmal Java. Wie funktioniert Java? Wir haben hier Code. Das ist eine Demo für Multithreading. Das heißt, in dem Code habe ich eine Run-Methode, die macht irgendwas. My Thread is running. Und dann wird ein Thread erzeugt, der dieses Objekt hat. Und der Thread weiß, wenn irgendwas so eine, wenn das Runnable implementiert, wie der Interfaces, und Run hat, dann führe ich das aus als eigenen Thread. Okay, für sowas, wo ich keinen Speicher habe, nichts wissen muss, super simpel. Und Threads haben halt verschiedene Zustände, ist jetzt egal. Wenn ich jetzt Speicher habe, den die Sachen irgendwie untereinander aufteilen müssen, diese verschiedenen Threads, die parallel laufen, dann kann ich das mit Synchronized machen. Synchronized markiert zum Beispiel Methoden oder Codeblöcke, die sich auf ein Objekt beziehen und sagt, wenn ein Thread darauf arbeitet, das hier benutzt, müssen die anderen warten, bevor sie dran sind und das machen dürfen. Entweder die Methode oder ein Codeblock, den ich zum Beispiel hier irgendwo reinschreiben könnte. Der Codeblock bezieht sich immer auf ein Objekt, das heißt, wenn ein Thread auf diesem Objekt arbeitet, in diesem Synchronize-Block, dürfen die anderen das Objekt nicht berühren, die müssen warten. Das sichert uns ab, aber sorgt dafür, dass wenn wir ein großes Objekt haben, was ganz viele Leute nutzen, dass selten jemand drankommt, alle warten müssen. Deswegen wurde irgendwann Volatile noch eingeführt. Volatile ist wie dieses Synchronized so ein bisschen. Und das ist dann auf Feldebene. Ich kann einzelne Felder markieren als volatil und dann können die verschiedene Threads beschreiben und der geschriebene Wert wird direkt auf alle Nutzenden verteilt. Ganz wichtig dabei ist, und das übersehen viele Leute und dadurch entstehen Bugs, die man nie findet und die in Produktion alles kaputt machen, ist, dass man das nur benutzen darf, wenn das Schreiben egal ist. Das heißt, wenn also der Wert, der drin ist, für das Schreiben egal ist. Also sowas wie, ich lebe und kill interessiert es nicht, ob das davor gelebt hat, ich töte es einfach. Da setzt er einfach false. Das funktioniert. Aber wenn jetzt hier eine Prüfung wäre, ist es lebendig vorher, dann ist nicht garantiert, dass zu dem Zeitpunkt, wo ich es töte, es noch lebendig ist. Das ist ganz wichtig. Und dadurch steigt die Komplexität und die Fehleranfälligkeit. Das heißt, ich habe hier so ein paar Vor- und Nachteile bei Java. Ich habe eine volle Kontrolle über die Arbeitsverteilung. Ich kann bestimmen, wie viele Threads ich erzeuge, was die machen und so. Und ich habe auch ganz, ganz viele tolle Frameworks und Patterns, die darauf aufbauen, mir das vereinfachen, Komplexität rausnehmen, Abstraktion schaffen. Aber das ist halt super fehleranfällig aus meiner Erfahrung. Die wenigsten Java-Entwickler wissen, wann sie Volatile benutzen müssen und wie das richtig funktioniert. Habe ich vielleicht Synchronized vergessen? Habe ich Code außerhalb von Synchronized? Wie ist das in 5 Monaten, wenn ich den Code erweitere? Denke ich dran, das in Synchronized zu packen oder dass diese und jene Variable volatil ist? Kompliziert. Und das ist ressourcenintensiv. Jeder Thread braucht 2 bis 3 Megabyte. Wenn ich einen neuen Thread starte, 3 Megabyte schon mal weg. Gegenbeispiel Node.js. Node.js funktioniert komplett anders. Ich habe ein Skript, was von oben nach unten ausgeführt wird. Und dieses Skript, keine Ahnung, startet zum Beispiel einen HTTP-Server und so etwas. Und dann steige ich in eine Schleife ein. Diese Schleife macht nichts anderes als ganz, ganz viele Callbacks, die auf, weiß nicht, irgendwelche
zum Beispiel auf Requests, die reinkommen von einem Nutzer oder Änderungen im Dateisystem oder so zu lauschen und Code, den ich in diesem Skript definiert habe, dann auszuführen, wenn diese Ereignisse eintreten. Und innerhalb dieser Callbacks kann ich dann neue Callbacks anstoßen. Dadurch kann der diesen Code, der ausgeführt wird, immer an Stellen verteilen. Das heißt, läuft durch, guckt, okay, gab es irgendwelche Sachen, die mit einem Timeout versehen wurden, die ich dann ausführen soll? Nein, ich gehe weiter. Okay, gibt es irgendwelche Sachen, die spezifisch von der letzten Iteration hier hingelagert wurden, die ich ausführen muss? Okay, ja, ich führe sie aus, nein, ich gehe weiter. Gibt es Sachen vom Dateisystem, vom Netzwerk, die reinkamen? Ja, dann führe ich den Code aus, den ich dafür gespeichert habe. Okay, ich gehe weiter. Und so läuft das immer weiter. Das heißt, der kann der führt den Code hier mal aus und zwischendrin kommen Events rein, die ich dann vielleicht bearbeite. Vielleicht auch in der nächsten Iteration. So eine Iteration dauert ja nicht 5 Sekunden, sondern geht ganz, ganz schnell. Und dadurch muss ich als Entwickler nicht unbedingt wissen, was asynchron passiert, sondern ich sage einfach, wenn eine Anfrage reinkommt, mach das. Wann das passiert, da kümmert sich Node.js für mich drum, wie das zusammengesteckt wird. Das heißt, der Code, den ich hier drin schreibe, in so einem Request, das heißt, Nutzer fragt an, ich schreibe in die Antwort Hallo zurück, der Nutzer kriegt dann Hallo. Das wird von oben nach unten drunter geschrieben, ich mache mir gar keine Gedanken zu Threads oder so. Ganz coole Sache. Das sieht dann so aus, das ist jetzt JavaScript, ne? Ich lese eine Datei und sage, wenn die Datei hier durch ist, dann loggt die Datei in die Konsole. Und das Programm ist hier vorbei. Wenn ich das jetzt ausführe, sieht das so aus, Dateizugriff wird angefordert, hier. Dann steht in der Konsole, Programm ist vorbei. Dann setzt diese Event-Loop ein und irgendwann kommt der Textinhalt an. Das heißt, der rattert einmal alles durch und ab dann ist das eine Schleife. Cooles Konzept, macht alles sehr einfach. Zum Schreiben. Das heißt, ich muss mir keine Gedanken zu Threading machen und so Dateilesen und so blockt nicht meine Programmausführung. Das passiert irgendwann, kommt irgendwann zurück, cool. Ich habe aber keine Ahnung, was wann passiert. Das kann mir wichtig sein, muss es nicht. Wenn es mir nicht wichtig ist, super. Wenn es mir wichtig ist, nicht so super. Es ist sehr aufwendig, eigenen Code zu parallelisieren. Das heißt, wenn ich Sachen habe, die nicht vorgegeben sind, wie lies eine Datei, nimm einen HTTP-Request an oder so, und ich was Eigenes implementieren muss, zum Beispiel mathematische Rechnungen, die tatsächlich rechenintensiv sind, die ich vielleicht parallelisieren will, ist das super aufwendig. Da muss ich Prozesse spawnen, wie das bei Python lange Zeit so war. Und die müssen dann irgendwie kommunizieren über Interprozesskommunikation. Das wird dann auf einmal ganz kompliziert. Und der Code ist halt nicht leicht imperativ, also sozusagen von oben nach unten lesbar. Weil ich habe ganz viele Stücke, die zu verschiedenen Zeitpunkten irgendwann ausgeführt werden. Es ist schwer für mich, ein geistiges Modell zu bilden, wenn ich Code lese. Besonders, wenn ich den nicht selber geschrieben habe oder ich ihn vor 2 Tagen geschrieben habe. So, jetzt kommen wir zu Go. Anhand von Gulasch, weil ich koche gern. Gulasch oder Kochen ist wie Programmieren. Ich habe ein Rezept, habe Tätigkeiten, die ich machen muss zu gewissen Zeitpunkten, die vielleicht parallel laufen können und deswegen kann ich das ein bisschen damit veranschaulichen. Also ich habe beim Gulasch, ist jetzt vereinfacht, mein Rezept wird vielleicht ein bisschen anders aussehen, ist egal. Ich schneide erstmal was, Zwiebeln, Pilze, Knoblauch, Fleisch, Möhren. Dann brate ich es in Portionen, Zwiebeln braten, Pilze braten und dann koche ich alles im Topf, würzen, kochen lassen, fertig. Die Sachen können verschieden lange dauern. Ja? Das heißt, ich habe ganz viele Zwiebeln für Gulasch, deswegen muss ich da 10 Minuten lang schneiden, Pilze weniger, 5 Minuten Knoblauch, noch weniger, 2 Minuten Fleisch, grob schneiden, 5 Minuten Möhren, 5 Minuten. Und dann zwischendurch muss ich ja neues Zeug holen, auch noch mal 10 Minuten, die da flöten gehen. Fleisch brate ich in Portionen an, 4x3 Minuten. Ne, Zwiebeln muss ich 30 Minuten, damit die schön braun sind, Pilze, bla, alles im Topf, würzen, kochen, fertig. Mit einer Person. Insgesamt habe ich 37 aktive Minuten, die ich da zum Schneiden verwende, 47 aktive Bratminuten, weil die Zwiebeln, die muss ich angucken, während sie braten, und beim Kochen warte ich 1 Stunde passiv. Gesamt 2 Stunden 26. So, Gulasch kochen mit geteiltem Speicher oder auch Brettchen. Wir gucken mal Schneiden an. Wenn wir ein Brettchen haben und 3 Personen, das ist jetzt wie Java. Das heißt, wir haben 3 Threads, die sich einen Speicher teilen, der mit Synchronized oder so gelockt wird, damit nicht alle gleichzeitig darauf zugreifen. Sind wir 30 Minuten aktiv, weil wir die Schneideoperation nicht parallelisieren können, weil wir sind ja gerade auf dem Brettchen. Einer ist auf dem Brettchen, das heißt, der andere kann nicht drauf schneiden. Das heißt, wir warten viel aufs Brettchen,
haben vielleicht Fleischgemüse schon in der Hand. Das heißt, dieses Holen konnten wir vielleicht parallelisieren, weil wir dann nicht auf dem gleichen Speicher, auf dem Brettchen arbeiten. Haben dadurch 7 Minuten gespart. Das heißt, statt 37 Minuten haben wir 30 Minuten. Das ist schon mal gut. Haben wir viele eingespart. Fast ein Viertel. Wenn wir jetzt gucken bei den anderen Sachen, habe ich das, dann können wir beim Braten tatsächlich nicht so, also ein Brettchen, ein Topf. Topf ist auch so ein Speicher. Beim Braten können wir nicht so viel einsparen, wenn wir nur einen Topf haben. Fürs gesamte Braten müssen wir diesen Topf benutzen und den Topf müssen wir auch fürs Kochen benutzen. Das heißt, die Sachen müssen auch nacheinander passieren. Das heißt, wenn wir Speicher teilen, können wir den immer nur gleichzeitig mit einer Person benutzen. Am besten sollte jede Person seinen Speicher haben, weil sonst haben wir hier nur so 7 Minuten Ersparnis. Das ist natürlich ein bisschen extrem. In der Realität ist der Gewinn natürlich gerne mal ein bisschen besser. Also Kommunikation mit geteiltem Speicher, egal wie viele Personen, nur einer kann das Brettchen haben. Vorteil, das Brettchen wird voll genutzt. Das heißt, mein Speicher, der wird komplett ausgenutzt und das Holen kann ich trotzdem parallelisieren an der Stelle. Nachteil, es wird halt viel blockiert. Viele Leute stehen rum mit Fleisch, Gemüse in der Hand und gucken auf so ein Brettchen. Und die warten, anstatt zu schneiden. Viel idle, unnötig. Brauche ich nicht. Gulasch kochen in Go. Gulasch, aber den wollte ich nicht reinbringen, den Witz eigentlich. Mehr Personen bringen nur etwas, wenn sie auch mehr Brettchen oder Töpfe haben. Geteilte Brettchen und Töpfe blockieren Personen, deswegen brauchen wir mehr Brettchen und Töpfe. Das heißt, jede Person hat ihr eigenes Brettchen und reicht das geschnittene Essen weiter. Oh, das wollte ich später zeigen. Mist. Beim Schneiden sieht das direkt so aus, dass wir 12 Minuten aktiv sind, weil wir mehrere Brettchen haben und alle 3 Leute können gleichzeitig schnibbeln. Ihr könnt auch nachrechnen, das sollte alles hinkommen. Die haben auch schon Gemüse und Fleisch in der Hand, wie bei Java. Das heißt, die haben auch diese Ersparnis davon. Und insgesamt haben wir 25 Minuten gespart. Also da sind wir bei, ach, jetzt habe ich das Gesamtdings nicht aufgeschrieben. Dann sind wir bei 12 Minuten statt 30 Minuten. Wie Java. Und wenn wir das alles zusammenbringen, dann haben wir beim Schneiden 12 Minuten, beim Braten 30 Minuten, weil die Zwiebeln müssen zwangsläufig 30 Minuten braten. Aber nebenbei kann ich die anderen Sachen machen, weil es mehr Töpfe gibt. Und wenn Töpfe frei werden, während die Zwiebeln noch braten, kann ich schon mal vielleicht mit dem Kochen anfangen. Würde ich jetzt auch nicht so machen, aber jetzt einfach nur so plakativ. Das heißt, ich spare vielleicht hier sogar noch 10 Minuten, weil der Schritt vorher anfangen kann, weil die beide Töpfe benutzen. 1 Stunde 34 Minuten statt 2 Stunden 26, weiß ich gerade nicht mehr. Das heißt, wenn ich Speicher nicht teilen muss, sondern jeder seinen eigenen Speicher hat und nur durch Kommunikation, also Weitergabe, das regelt, heißt das, dass jede Person sich das einfach nehmen kann, es in der Kochstation abliefert. Die Personen müssen nie warten oder nie ist vielleicht übertrieben, seltener warten. Es wird parallel geschnibbelt, Holen ist weiterhin parallelisiert, super. Nachteil, man braucht 3 Brettchen, heißt also, dafür, dass es kürzere Zeit beansprucht, könnte es vielleicht mehr Speicher beanspruchen, muss man wissen. Kann man aber auch so skalieren, dass das nur eine Person mit einem Brettchen ist. Und dann benutzt es wieder nur ein Brettchen, wenn das einem so super wichtig ist. So, und das Fazit. Brettchen oder Töpfe sind Speicher, falls ihr es bisher nicht gemerkt habt. Geteilter Speicher, also geteilte Brettchen und Töpfe blockieren Personen. Geteilter Speicher blockiert Threads oder Routinen. Jede Person hat ihr eigenes Brettchen und reicht das Essen weiter. Jede Routine nutzt ihren eigenen Speicher und kommuniziert das Ergebnis. Was sind Go-Routinen? Ich habe da so Beispiele. Ganz egal, ich gehe ein kleines Coding-Beispiel, code das nicht live, weil Freddy dann auch noch 5 Minuten hat. Vielleicht nach uns ist kein Talk, deswegen nutzen wir vielleicht noch ein paar Minuten. Ist das okay? Ja, cool. Hier ein kleines Beispiel. Das ist ein Ticker, der gibt so Zeit aus. 1 Stunde, 2 Minuten und so weiter. Und wir wollen das, wir wollen da verschiedene Arbeiter haben, die was damit machen. Wir haben ein Ding, das lockt das, wir haben ein Ding, das verwandelt das zu Morse und dann wird das gedruckt. Achso, früher war das Leadspeak, jetzt ist es Morse, ist egal. So, wenn wir uns mal angucken, wie das in Go aussieht, ist das gar nicht so kompliziert. Wir machen keinen neuen Thread oder so, sondern wir benutzen tatsächlich das Wort Go. Ich habe eine Funktion, die nimmt diesen Ticker an, der macht jede Sekunde was raus. Ich starte eine Funktion, Go, Funktion, und dann läuft die parallel, asynchron. Da ist eine Schleife drin, die lauscht, das sind Channels, die kriegt so einen Kanal und die kriegt jedes Mal so einen Tick. Sekunde vorbei, Sekunde vorbei, Sekunde vorbei, Sekunde vorbei. Das ist ein Event, das verwandle ich eben in so Stunden, Minuten, Sekunden und gebe die dann außen so einen String. Stunde, das kennt man vielleicht von C oder Python oder so.
Stunde, Minute, Sekunde. Und dann gebe ich das in einen anderen Kanal. Meine Arbeit ist erledigt. Dann habe ich einen anderen, eine andere Funktion, die Morse nimmt. Wieder parallel. Ich habe jetzt drei Goroutinen, die parallel laufen. Die lauscht wieder auf diesen Kanal, der zwischen denen rumgereicht wird als Kommunikationsweg. Nimmt sich das, was vorher rauskam, dem ist aber auch egal, was vorher rauskam, verwandelt es in Morse, zum Morsecode und gibt das dann raus. Und am Ende habe ich so ein Ding, das lauscht eben auf diesen Morsecode, auf der Hauptroutine und gibt den aus. Und das sieht dann so aus, dass ich am Anfang diesen Emitter habe, der tick, tick, tick macht. Der hat seinen Kommunikationsweg, den gebe ich diesem Logger rein. Der gibt einen Kommunikationsweg raus, den stecke ich in den Morse. Arbeiter rein, der gibt dann einen Kommunikationsweg raus und auf den kann ich lauschen. Das heißt, die haben nicht so ein Stück Speicher, auf dem die arbeiten, zum Beispiel eine Liste an Strings, wo die was hinzufügen und dann muss geblockt werden, sondern die geben sich einfach so Kommunikationswege raus, Kanäle, Warteschlangen, wie man es nennen will. Und wenn ich das jetzt einmal ausführe, dann sieht das so aus, dass also das hier ein Morse ist. Da steht dann eine Stunde, eine Minute, eine Sekunde in Morse, sehen wir hier, ihr seht nicht, wo mein Finger hinzeigt, ne? Ach, ist auch rot, denkbar schlecht. Man sieht hier vielleicht, ändern sich Sachen. So, und wenn jetzt das eine länger dauern würde, könnte ich diesen Flaschen jetzt ganz einfach beheben, indem ich dieses Go hier in der Schleife mache, die zweimal ausgeführt wird. Und auf einmal laufen zwei Arbeiter, die Morse verwandeln, wenn Morse ganz lange dauern würde. Fertig. Ganz einfach. Ups. So. Plus und Cons. Das Ganze, was wir gesehen haben, ist super effizient. Das heißt, das braucht 2 Kilobyte pro Goroutine und die drei teilen sich die Betriebssystem-Threads. Das heißt, ich kann für das ein Java-Thread kann ich 1000 Goroutinen starten. Ganz cool. Und habe eigentlich keinen großen Nachteil an der Stelle. Meistens brauche ich auch dieses Locking nicht. Das heißt, ich muss nicht gucken, wer benutzt was und nur einer darf gleichzeitig zugreifen, weil ich einfach kommuniziere zwischen diesen Routinen. Aber wenn ich das brauche, kann ich das auch. Es gibt auch dieses Locking, gibt es auch in Go. Für manche Algorithmen ist das notwendig und für manche extrem hocheffiziente Algorithmen ist das notwendig. Die sind dann schneller als diese Routinen. 95% der Fälle reicht die Kommunikation. Und der Datenfluss ist transparent. Ihr habt gesehen, ich habe die Sachen von oben nach unten zusammengestöpselt. Es war klar, wer kommuniziert mit wem. Es war sehr, sehr klar lesbar und das ist nicht irgendwie eine Magic im Hintergrund. Das hat einen Nachteil, der ein bisschen absurd ist. Weil das so einfach ist, neigen besonders Anfänger dazu, das zu viel zu nutzen. Also ich muss nicht zum Ausdrucken von einem String wie ich gerade eine parallele Routine irgendwo starten oder fünf oder so, sondern ich kann es auch einfach reinschreiben, jetzt druck das aus. Keep it simple, stupid. Aber wenn man das ein bisschen benutzt hat, lernt man das auch. Also, kurze Zusammenfassung. Was Parallelität angeht, ist Go einfach zu lesen, oben nach unten, ganz klar, was nacheinander passiert, wenn auch parallel. Ist einfach zu maintain, weil einfach zu lesen bedeutet einfach zu maintain. Ich kann in 3 Monaten nochmal hingehen und verstehe das. Sogar Code, den ich nicht geschrieben habe, vor allem, weil der gleich formatiert ist. Ist einfach zu schreiben, weil Go hat sehr, sehr wenig Sprachwörter, wenig, was ich lernen muss. Das, was ich da lese oder das, was ich da schreibe, kann jeder auch wieder verstehen. Ich muss mir wenig Gedanken machen, ob mein Kurs lesbar ist. Also, natürlich muss ich mir Gedanken machen. Und ist super effizient. Wie gesagt, 2 Kilobyte statt 2 Megabyte und kompiliert. Java ist auch einfach zu lesen. Also was wir da gesehen haben mit diesem Synchronized und so, das sind einfach Blöcke von oben nach unten und dann und Threads. Auch relativ einfach zu lesen, aber leider schwer zu maintain, weil die Implikationen, die da mitschwingen bei so einem Volatile und Synchronized, besonders bei großen Codebasen, leicht übersehen werden. Da muss man aufpassen, dass man da keine Fehler macht. Besonders mit diesem Volatile habe ich bisher jedes Mal, wenn es genutzt wurde, gab es einen Bug auf Produktion bei mir. Wo ich das gesehen habe. Und entsprechend ist es schwer zu schreiben, weil man will es verständlich schreiben. Man will, dass es einfach zu lesen bleibt. Und umso größer es wird, umso komplizierter wird das. Und bei der Ausführung habe ich da halt diesen Thread-Overhead. Das heißt, ich kann nicht einfach mal eben 1000 Threads hochziehen. Das sind 3 GB RAM, 2 bis 3. Ich glaube, es ist ein bisschen besser geworden, aber ich bleibe jetzt mal so plakativ. Node.js wiederum schwer zu lesen. Also wenn ich das einmal schreibe, fühlt sich das super cool an, also leicht zu schreiben. Aber wenn ich den Code in 3 Wochen angucke oder wem gebe, dann sind da ganz viele kleine Callbacks, die irgendwann passieren. Ich weiß nicht, was wann passiert, das ist typlos. Ich weiß nicht, darf das eigentlich so sein? Super schwer. Und deswegen ist es auch schwer zu maintain, aus eigener Erfahrung.
Und der Vorteil mit den lang dauernden IO-Operationen ist super cool. Dateien lesen, so passiert irgendwann, muss ich mir Gedanken drum machen. Aber wenn ich auf einmal Mathematik mache, super abgefahren, dann wird es schwer. Dann muss ich auf einmal selber Parallelisierung programmieren, sorry. Vielen Dank und wir springen jetzt asynchron zurück und nutzen noch die restlichen Minuten für Freddy. Genau, ich drücke das jetzt in 5 Minuten durch. Der Code zum Beispiel, den Dino gerade so schnell durchgezeigt hat, der ist auch bei GitHub. Also ihr könnt ihn nochmal in Ruhe nachvollziehen zu Hause. Bei einem kühlen Bier oder Wasser, wie auch immer. Hier. Ja, genau. Wenn ihr irgendwelche Termine oder so habt, dann geht ruhig. Ich bin euch nicht böse. Genau, bleibt. Fehlerbehandlung. Also, was meine ich mit Fehlerbehandlung? Fehler passieren. Und es gibt, grob gesagt, 2 Arten von Fehlern. Die Fehler, die man syntaktisch lösen kann in einer kompilierten Sprache oder die man überhaupt schon zur Compile-Zeit lösen kann, auch logische Fehler, und welche, die man nur zur Laufzeit lösen kann oder die nur zur Laufzeit auftreten. Zum Beispiel, die Datenbank ist weg. Das kann man nicht programmieren. Das kann man behandeln, aber man kann sie nicht vermeiden. Fangen wir mit Fehlerbehandlung in Java an. Geht das jetzt schnell durch. Wir entwickeln unseren Produktservice weiter. Wir wollen ja einen Schritt nach vorne machen und nicht nach hinten. Also wollen wir jetzt auch noch einen Shopping-Cart zur Verfügung stellen, wo wir Produkte reintun. Wir erwarten eine User-ID, eine Produkt-ID und die Menge. Dann laden wir den Shopping-Cart für den Benutzer, laden das Produkt, packen das Produkt so oft in diesen Shopping-Cart wie gefordert und persistieren diesen Shopping-Cart, damit wir nachher noch wissen, was da drin ist. Fällt euch ein, was da schief gehen könnte? Ich helfe euch. Zum Beispiel der Shopping-Cart für den Benutzer, den gibt es gar nicht. Oder ganz viele andere Sachen. Die Verbindung zur Datenbank schlägt fehl, es gibt kein Produkt mit der ID, die Verbindung zur Datenbank ist fehlgeschlagen, die Menge Amount ist negativ, weil es keine unsigned Integer gibt in Java, die Verbindung zur Datenbank ist fehlgeschlagen. Ja. Was machen wir? Um zum Beispiel den Fehler vorzubeugen, dass ein Shopping-Cart nicht existiert, können wir in Java sagen, versuch einfach mal diesen Shopping-Cart zu laden. Es könnte aber sein, dass eine Ausnahme, eine Exception passiert, die heißt No-Cart-Exception. Und wenn das so ist, dann erstelle einfach einen neuen Shopping-Cart für diesen Benutzer. Würde man jetzt wahrscheinlich im Produktivcode ein bisschen anders lösen, auslagern, ist aber in dem Fall egal. Genau. Hier können aber noch andere Sachen passieren, wie wir eben gesehen haben. Die Datenbank kann weg sein, gibt das Produkt nicht. Das sind alles Sachen, die können wir in diesem Kontext gar nicht lösen. Wissen nicht, was wir da machen sollen. Da muss sich jemand anders drum kümmern. Im Zweifel muss der Server sagen, geht nicht, probier nochmal oder geht nicht, kündige den Admin oder keine Ahnung. Und deswegen sagen wir hier in dieser Funktion, wirf diese Fehler weiter nach oben. Das ist in dieser Situation sehr schön gelöst, denn ich als Benutzer dieser Funktion sehe, okay, ich füge hier Produkte in den Cart hinzu. Es können aber diese Sachen hier auch schieflaufen. Das heißt, wenn ich das benutze, werde ich schon gewarnt. Diese Randfälle gibt es. Auf der anderen Seite, wir machen wieder einen HTTP-Händler und hier erstellen wir einen Cart-Request aus dem HTTP-Request, holen aus diesem Cart-Request die User-ID, die Produkt-ID und die Menge und führen unsere Funktion aus, um das, was wir eben programmiert haben, auszuführen. Hier in diesem ganzen Ding, also sowohl hier als auch hier, kann irgendwo darunter eine Illegal Argument Exception passieren. Zum Beispiel, wenn der Amount negativ ist. Das ist etwas, das wollen wir nicht. Dann sagen wir per HTTP, das ist dein Fehler. Du hast was kaputt gemacht. Wenn irgendeine andere Exception passiert, wie zum Beispiel die Datenbank, dann sagen wir, sorry, unser Fehler. Versuch irgendwann einfach mit den gleichen Parametern nochmal. Es ist also sehr übersichtlich getrennt. Hier ist unsere Implementierung und hier ist unser Fehlerhandling. Was passiert, wenn wir so eine Exception nicht fangen? Naja, in Java kriegt man dann so einen Stacktrace. Das Gemeine bei so einem Stacktrace, also hier sieht man, der hat den aufgerufen, der hat den aufgerufen, den. Hier in dem Code können wir das nachlesen. Es kann aber passieren, wenn wir Exceptions fangen und wieder werfen, dass der eigentliche Grund für diese Exception nicht der unterste ist, sondern irgendwo in der Mitte. Das heißt, man hat relativ viel zu lesen. Ich arbeite mit 2 Java-Entwicklern im Team. Wir machen zwar nur Go, aber die haben vorher Java gemacht und die können das unfassbar schnell lesen. Und ich
sehe nur das und denke, kann mir bitte jemand von den Java-Entwicklern helfen? Ja, wir haben gerade gesehen, die Funktion definiert genau, was schiefgehen kann. Nachteil dieses Vorgehens ist, jedes Mal, wenn jemand, den ich hier aufrufe, irgendeine andere Exception wirft, muss ich das hier aktualisieren, sonst kompiliert der Code nicht mehr. Denn ich sage, diese drei Arten werden geworfen. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, damit umzugehen. Ich sage nicht, diese drei Arten werden geworfen, sondern Exceptions werden geworfen. Exceptions sind auch polymorph. Und wenn ich sage, throws exception, können das auch diese drei sein. Können aber auch ganz andere sein. Ganz egal. Der Vorteil ist, so explizit zu sagen ist, ich sage, was kann schiefgehen. Du benutzt das, dann pass mal auf, könnte eine Datenbank meckern oder weiß ich nicht was. Entwickler werden genau darauf aufmerksam gemacht und ja, werden darauf aufmerksam gemacht, sehr gut. Throws Exception ist viel flexibler. Also wenn irgendjemand in einer Library, die ich benutze, und das können ganz viele Libraries sein, irgendwas ändert, muss ich meinen Code nicht ändern. Der kompiliert immer noch. Auf der anderen Seite weiß ich natürlich nicht genau, was alles schiefgehen kann und ich weiß nicht genau, welche Randfälle ich betrachte. Eben haben wir zwei Randfälle gehabt, wo wir einen 500er und einen 400er geworfen haben. Ja, das muss man sich dann eher denken. Also, Exceptions in Java, wir haben alle Randfälle behandelt oder reichen sie explizit nach oben, in unserem Beispiel. Allgemeine Fehler wie Datenbankverbindungsfehler werden an einer Stelle behandelt, nicht überall im Stacktrace. Ich prüfe nicht überall, oh, was mache ich denn hier jetzt, Datenbank geht nicht, sondern ich mache es nur ganz oben, da wo ich es auch wirklich behandeln kann. Es ist möglich, Fehlerhandling in dem Normalfall, von dem Normalfall zu trennen. Das haben wir gesehen. Wir haben erst den ganzen Ausführungscode und dann haben wir ganz viele Try-Catches, ganz viele Catches. Es ist möglich, Fehlerfälle zu gruppieren, wie zum Beispiel Illegal Argument Exception. Der Amount könnte negativ sein. Oder sagen wir einfach mal, eine Produkt-ID wurde benutzt, die es so syntaktisch gar nicht geben kann. Beides eine Illegal Argument Exception. Beides resultiert in einem 400er. Wie ist das in Go? So, was ist das? Das ist die Implementierung der Add Product to Cart. Puh, das ist aber ganz schön viel Code. Eben hatten wir nur 5 oder 6 Zeilen. Naja, gut. Es erschlägt einen am Anfang. Wie ich eben gesagt habe, ich arbeite mit 2 Java-Entwicklern im Team. Die fanden es die ersten 4 Monate auch richtig scheiße, dass das so explizit ist. Mittlerweile lieben sie es. Also man muss sich da auch ein bisschen dran gewöhnen. Wenn man jahrelang anders gearbeitet hat, ist das eine große Umgewöhnung. Das will ich nicht verschweigen. Teilen wir das mal visuell ein bisschen ein. Alle Fehlerfälle oder Anormalitäten sind eingerückt. Das, was passiert, sehe ich hier alles auf der Golden Linie, Golden Line of Sight nennen wir das. Wenn man sich daran gewöhnt hat, so wie Java-Entwickler Exception Stack Traces lesen können, was ich nicht kann, lernt man als Go-Entwickler erstmal die nicht eingerückten Sachen zu lesen. Dann weiß man, okay, add product to cart, lädt einen Shopping Cart, lädt das Produkt, packt das da rein, persistiert das. Genauso wie es in Java der Fall war. Was sehen wir noch? Errors sind explizite Objekte. Ja, nennen wir es mal Objekte. Das heißt, wir haben einen Rückgabewert-Error. In Java hatten wir 2 Flussebenen. Die eine Flussebene waren die Return-Values und die andere Flussebene waren Exceptions. Wenn irgendwo eine Exception geworfen wird, wird die Ausführung unterbrochen. Das ist in Go nicht so. In Go gibt es nur eine Ebene. Wir führen das hier aus. Wir laden den Shopping-Cart für den Benutzer, kriegen einen Fehlerwert, den wir dann auch immer überprüfen müssen. Hier gucken wir, ist das ein Not-Found-Error? Wenn das der Fall ist, dann erstelle einfach einen neuen Card. Ist das eine andere Art von Fehler? Gib's zurück. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Aber reicher ist mit Load Shopping Card fällt an. Das heißt, auch hier ist ein Unterschied. Bei Java wirft man einfach die Exception und dadurch wird der Stack Trace automatisch angereichert. In Go macht man das selber. Hat den Nachteil, man muss es selber machen. Hat den Vorteil, am Ende des Tages habe ich nicht 500 Zeilen Code, 500 Zeilen Exception Stack Trace, sondern da steht, konnte das Produkt nicht zum Shopping Card hinzufügen, Doppelpunkt, Loading Shopping Card Fail, Doppelpunkt, Database Connection Closed. Also ich habe das auf die wesentlichen Informationen eingedämpft, aber ich musste das selber, ich musste selber dafür sorgen. Hier gehen wir weiter, wir laden das Produkt, haben wieder einen Fehler, müssen gucken, ob der nicht nil ist und so weiter. Auf der anderen Seite machen wir wieder einen HTTP-Händler, der holt sich die Request-Data. Wenn das nicht funktioniert, sag 400. Du hast mir invalides JSON geschickt.
dann führe ich diese Funktion wieder aus. Wenn ich merke, das ist ein Bad Input, write 400. Wenn ich merke, das ist irgendwas anderes, 500. Also da habe ich jetzt den Body außen vor gelassen, weil die Slides so klein sind. Also, vergleichen wir das alles nochmal in Go. Wir haben sehr, sehr viel Code. Kann einen ein bisschen erschlagen am Anfang. Es ist sehr explizit. Man muss kein mentales Modell im Kopf haben. Man kann es einfach lesen. Es ist also nichts für Leute, die gern cleveren Code schreiben, sondern Leute, die gern verständlichen Code schreiben. Fehler müssen bei mehreren Rückgabewerten explizit ignoriert werden. Wir sehen das hier. Wenn ich den Card hier einer Variable zuweise, muss ich hier einen Unterstrich hinmalen, wenn ich den ignorieren möchte. Und wenn ich hier Error befülle, muss ich Error auch verwenden, sonst meckert der Compiler. Also unused variables gibt es nicht. Das hat man eben in dem anderen Beispiel gesehen, da hatte ich ein paar Mal den Unterstrich, damit der Code nicht so aufgebläht ist. Trennung von Ausführungs- und Ausnahmebehandlung durch Einrückung, aber auch nur durch Einrückung. Also man muss das ein bisschen lernen, es zu lesen, aber es gibt eine Trennung. Verschiedene Fehlerarten müssen durch Interfaces abgebildet werden. Das habe ich euch jetzt ein bisschen verschwiegen, aber Error ist ein Interface und es kann dadurch, dass Interfaces implizit implementiert werden, kann das natürlich auch noch andere Interfaces erfüllen. Und hier prüfe ich, ob das Is-Bad-Input-Interface erfüllt. Java, Trennung von Implementierung und Fehlerbehandlung durch Try-Catch-Blöcke. Fehlertracing kann unübersichtlich sein, welche Zeile hat die Exception geworfen. Durch Polymorphie der Exceptions kann der Entwickler entscheiden, wie flexibel beschreibend die Schnittstelle sein soll. Also Negative Amount Exception kann Illegal Argument Exception extenden. Und dann kann ich immer noch entscheiden, auf dieser Ebene interessiert es mich, dass er Illegal Argument Exception wirft oder Negative Amount. Das war's schon. Vielen Dank.